herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Wir sind Helene Pachale von der Leibniz-Universität Hannover und ich bin Steve Kenner von der Freien Universität Berlin. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast, entweder als Video auf YouTube oder auf allen Podcast-Kanälen, auf denen wir vertreten sind. Mit unserem Podcast widmen wir uns den Räumen, auch im übertragenen Sinne, in ganz verschiedenen Bildungsbereichen. Und wir sind auf der Suche nach neuen Räumen, wir sind auf der Suche nach Freiräumen, Bildung auch mal neu und anders zu denken. Dafür haben wir ganz viele verschiedene Gäste und Gästinnen eingeladen in der ersten und zweiten Staffel. Und das heute ist die 8. Ausgabe der zweiten Staffel und damit die letzte Ausgabe. Wir haben aber schon jetzt ganz viele tolle neue Gäste, die wir gerne einladen wollen für eine dritte Staffel. Deswegen halte ich fast für wahrscheinlich, dass wir noch eine dritte machen. Heute wollen wir über die Schule sprechen und wir wollen darüber sprechen, wie wir in der Schule Räume, Freiräume schaffen können, auch dadurch, dass Schülerinnen und Schüler Räume und Freiräume bekommen und selbst erobern, gestalten können. Und dafür haben wir drei ganz fantastische Gästinnen und Gäste eingeladen und die wird euch Helene einmal ganz kurz vorstellen. Ganz genau so ist es. Heute wollen wir über das Thema SchülerInnenhaushalt und SchülerInnenbeteiligung sprechen und das geht natürlich nicht ohne Schülerinnen und Schüler. Und deshalb ist heute Felix Ramon Sindermann bei uns, der die SchülerInnenseite vertritt, eben im Projekt SchülerInnenhaushalt, was er an seiner Schule auch mit durchgeführt hat. Und wir haben Mareike Schmitz und Viktoria Mrowetz vom SchülerInnenhaushalt von der Servicestelle Jugendbeteiligung in Berlin, die uns eben berichten werden, wie so ein Projekt abläuft, welche Ressourcen es dafür gibt oder wahrscheinlich eben auch nicht. Und wir brauchen auch da andere Formen von Freiräumen sicherlich, aber dazu werdet ihr bestimmt noch mehr sagen. Ihr könnt euch viel besser vorstellen, deshalb Felix, die Bitte an dich, einfach mal ein paar Worte zu dir zu sagen. Ja, also ich bin Felix, ich bin aktuell Schülersprecher meiner Schule und im Abiturjahrgang, also nächstes Jahr auch nicht mehr auf der Schule. Ich habe unter anderem den Schülerinnenhaushalt die letzten 2 Jahre durchgeführt an unserer Schule. Dieses Jahr das 3. Jahr dabei und neben dem Schülerinnenhaushalt bin ich auch eigentlich an sonstigen Projekten oder Feiern an unserer Schule dabei, organisiere sie mit und aktiv dabei, Schüler mehr zu motivieren, mitzumachen und sich einzubringen. Das ist toll. Felix, darf ich gleich schon mal nachfragen, wenn wir noch auf der Kennenlernebene sind. Felix, die erste Frage, die mir sofort in den Sinn kommt, ist: Wurdest du gedrängt oder hattest du Lust darauf? Nein. Schülersprecher zu werden? Also angefangen haben, mich zu interessieren, war in der Corona-Zeit, wo mir langweilig war und ich hatte Interesse, mich in der GSV zu organisieren, also der Gesamtschülervertretung. Und dann hat es mir Spaß gemacht, mit dem Vorstand zusammenzuarbeiten und habe mich dann in der 10. Klasse auch als Schülersprecher beworben. Wurde es zwar nicht, aber bin dann selber in den Vorstand gekommen und jetzt in der 11. Klasse und in der 12. Klasse bin ich Schülersprecher geworden und das auch recht erfolgreich, denke ich, zumindest von den Rückmeldungen. Sehr cool. Und um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, was sind denn deine Schwerpunktfächer, deine Leistungskurse? Wofür meine Leistungskurse sind aktuell Chemie und Mathe. Und ich interessiere mich generell eher in den naturwissenschaftlichen Bereich, also Physik liegt mir auch sehr, mag ich auch sehr und ja. Okay, dann bist du mir auf jeden Fall in vielen Bereichen weit überlegen, wahrscheinlich jetzt schon. Physik, Mathe, Naturwissenschaften habe ich so schnell abgewählt, wie es ging. Okay, super, vielen Dank, Felix. Ich sagte gerade schon, das ist toll, weil du zeigst einfach, dass man sich in Schule engagieren kann. Aber um das machen zu können, braucht man eben auch Leute, die einen dabei unterstützen. Und oft denkt man nur an Lehrerinnen und Lehrer oder vielleicht auch SchulsozialarbeiterInnen. Aber es gibt auch andere Stellen, die genau diese Unterstützung liefern. Und deshalb, Mareike und Viktoria, könnt ihr euch bitte einmal vorstellen? Ja, gerne.
Genau, ich bin Mareike, bin seit letztem Jahr bei der Servicestelle Jugendbeteiligung und Projektleitung für den Programmbereich Partizipation in Schule. Wir machen nämlich noch ein bisschen mehr als den Schülerinnenhaushalt auch in Schule, um Beteiligung dort zu fördern. Aber das ist natürlich unser Hauptprojekt. Und genau, mir ist es einfach ein großes Anliegen, auch demokratische Prozesse an Schule weiter zu fördern und da Möglichkeitsräume aufzumachen, sodass auch SchülerInnen ihre Rechte in der Schule wahrnehmen können. Genau. Ich bin Viktoria und wir beide sind heute hier auch von der Servicestelle Jugendbeteiligung. Das ist nämlich ein kleiner gemeinnütziger Verein in Berlin-Mitte. Wir setzen uns ganz grundsätzlich für eben Partizipation und Beteiligung von jungen Menschen ein und unter anderem eben im Schülerinnenhaushalt. Da bin ich zusammen mit Mareike in der Projektleitung und genau, ich finde es besonders schön im Projekt einfach hier auch SchülerInnen die Möglichkeit geben, tatsächlich Beteiligung im Raum Schule zu erleben und eben möglich zu machen. Ihr habt gerade schon darüber gesprochen, was man in der Servicestelle machen kann. Und ich möchte unbedingt heute auch noch darauf eingehen, welche andere Formen der demokratischen Beteiligung es in Schule geben kann und wie ihr zum Beispiel dabei unterstützt. Lasst uns aber mal mit dem SchülerInnenhaushalt anfangen. Das Wort ist jetzt schon mehrfach gefallen und vielleicht in Berlin vielen bekannt, aber wir haben ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Regionen Deutschlands. Könnt ihr einmal erzählen, was ist der SchülerInnenhaushalt überhaupt? Ja, gerne. Genau. Also es ist einfach ein Partizipationsprojekt an Schule. Das heißt, jede Schule bekommt ein festes Budget zur Verfügung gestellt, über das die SchülerInnen dann in einem selbstorganisierten und demokratischen Prozess entscheiden können. Dabei gibt es an der Schule immer ein Planungsteam, was sich aus freiwilligen SchülerInnen zusammensetzt und eben den ganzen Prozess drumherum plant. Weil jede Schule ist ja noch immer so ein bisschen anders und da müssen auch die Spezifika beachtet werden. Sind zum Beispiel digitale Möglichkeiten schon da? Wird zum Beispiel, werden Ideen, die dann gewählt werden können, über digitale Möglichkeiten gesammelt oder eben über Zettel, einfach noch analog? Genau. Es beginnt eben immer damit, dass das Planungsteam sich bildet, dann überlegt, wie wollen wir die Ideensammlung gestalten, wie machen wir das am besten und dann eben auch den Wahlprozess an sich. Dabei kann es auch immer noch so einen kleinen Wahlkampf geben, sodass die SchülerInnen sich auch interessensvertretungsmäßig für ihre Ideen einsetzen und dann eben in der Wahl darüber abstimmen. Wichtig ist, dass noch eine Ideenprüfung davor auch passiert, sodass wirklich nur Ideen zur Wahl stehen, die dann auch umgesetzt werden können, damit keine Enttäuschungen entstehen. Und dann sind die SchülerInnen auch in den Bestellprozess noch mit involviert. Das heißt, sie lernen auch, wie man sich mit einer Behörde auseinandersetzt, wie so ein Bestellschein aufzufüllen ist und ähnliches. Genau. Okay, Sie lernen also vor allen Dingen ganz schnell, wie man mit der deutschen Bürokratie umgehen muss. Ist ja auch wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Felix, wir werden gleich von dir auch nochmal mehr dazu hören, wie das dann ganz praktisch umgesetzt wird. Aber jetzt Butter bei den Fischen, Mareike, Viktoria, um was geht's denn? Was ist das Budget? Wie viel Geld haben denn die Schülerinnen und Schüler potenziell zur Verfügung? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es kommt immer auf die Bezirke in Berlin auch nochmal an. Das heißt, das Geld ist momentan pauschal pro Schule. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Bereich zwischen 1.500 Euro und tatsächlich auch bis zu 4.000 Euro. Es ist so abhängig auch davon, wie viel Geld die einzelnen Bezirke eben dafür bereitstellen möchten und können, um eben den SchülerInnen das Budget an der Schule zu ermöglichen. Das bedeutet aber, dass möglicherweise Bezirke, die weniger beispielsweise Steuereinnahmen haben, also bei denen weniger sozioökonomisch privilegierte Menschen leben, potenziell auch ihren Schulen weniger für diesen Schülerinnenhaushalt zur Verfügung stellen können. Genau, das ist, glaube ich, eine Tatsache, der man sich sehr schwer entgegenstellen kann. Was der Senat, durch den wir auch finanziert werden, tut, ist, dass das die Möglichkeit für die Bezirke, die zum ersten Mal ins Projekt kommen, dass hier die ersten 2 Jahre der Senat eben das Geld für die Budgets der Schulen übernimmt und hiermit dem Bezirk auch erstmal die Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob das Projekt auch etwas ist, worin sie dann auch Gelder weiter investieren möchten und darüber dann ja auch nochmal die Möglichkeit besteht, inwiefern wir hier oder inwiefern der jeweilige Bezirk eben Gelder weiter investieren möchte. Dahingehend wird es zumindest schon mal unterstützt. Und das heißt aber, die Bezirke kommen auf euch zu oder wer hat diese Idee des SchülerInnenhaushalts überhaupt initiiert und wie kommt ihr an das Geld heran? Genau, gestartet ist der SchülerInnenhaushalt in Mitte 2015.
und war da sozusagen noch Pilotprojekt. Da war auch die Finanzierung durch die Senatsverwaltung noch gar nicht da, sondern wurden aus bezüglichen Mitteln sozusagen die Budgets gestellt und das Projekt einmal gestartet. 2018 ist dann die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit dazugekommen, war sehr interessiert an dem Projekt. Und dann sind auch 4 weitere Bezirke schon mit dazugekommen. Seit dem letzten Jahr sind dann alle Bezirke eingestiegen und im nächsten Jahr sind dann alle Bezirke selbstständig sozusagen. Da müssen wir auch nochmal gucken, wie gut wir jetzt den Übergang schaffen mit den Bezirken. Aber genau, so hat sich das entwickelt aus Mitte heraus erstmal. Und da haben wir jetzt auch schon fast die meisten Schulen mit dabei, wobei Lichtenberg da auch gut aufgeholt hat und dieses Jahr mit den meisten Schulen dabei war. Und was mir auch gerade noch einfällt, die Frage war ja auch, ob die Bezirke auf uns zukommen oder wir auf die Bezirke. Mittlerweile ist es einfach auch, hat sich so entwickelt, gerade jetzt im letzten Jahr kamen 4 neue Bezirke mit hinzu. Da war tatsächlich die Motivation von allen 4 Bezirken auch von deren Seite aus, also einfach auch mit der Nachfrage nach dem Projekt auch schon viel früher, als wir eine Aufnahme ermöglichen konnten. Und man merkt auch vor allen Dingen durch eine Absprache auch untereinander, also in den Schulen zum Beispiel, wird hier die Aufmerksamkeit auf das Projekt auf jeden Fall auch nochmal groß gelenkt. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wer spricht euch wann wie an? Wie läuft das ab? Kommen die Schulen auf euch zu? Sind das die SchülerInnen vielleicht selbst? Da kann Felix dann auch was dazu sagen. Wie erfolgt das? Genau, das ist auch ganz unterschiedlich. Also tatsächlich auch SchülerInnen, die selber uns anschreiben und fragen, hey, wie können wir das Projekt an unsere Schule bringen? Oder eben Lehrkräfte oder Schulleitungen, die uns kontaktieren. Genau. Außerdem auf Bezirksseite haben wir ja immer unsere Steuerungsrunden mit jedem Bezirk, 3 Termine im Jahr, wo nochmal BezirksschulstadträtInnen mit dabei sind, die Schulausschussvorsitzenden und das Kinder- und Jugendbüro zum Beispiel, je nach Bezirk, wie das dort aufgestellt ist und wir dort eben auch nochmal die Entwicklung im Projekt besprechen, wie im Bezirk weitergegangen werden will und genau. Und mir fällt auch dabei ein, ganz grundsätzlich, bei uns funktioniert die Aufnahme der Schulen in das Projekt, gerade weil wir eben nicht Platz haben für alle Schulen von heute auf morgen. Das funktioniert leider nicht. Hier auch einfach Stichwort Projektförderung. Ist natürlich hier die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass aber Schulen, die Interesse haben, hier mit bei uns aufgenommen werden. Und das funktioniert momentan über Bewerbungsprozesse. Also das heißt, Ende des Jahres, im Herbst haben wir immer Ausschreibungen und Schulen, die Interesse haben, können sich dann für die Aufnahme ins Projekt bewerben, um dann eben bei uns mit dabei sein zu können. Okay, da müssen wir, glaube ich, nachher nochmal reinhaken, wenn wir dann darüber sprechen, wie die Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch aus Berlin, die uns zuhören und die das jetzt auch machen wollen, was sie da vielleicht beachten müssen. Ich würde tatsächlich gerne an dieser Stelle, und ich habe aber noch ein paar Fragen an euch auch, Felix mit ins Boot holen, dass du uns vielleicht erstmal erzählst, wie war das denn bei dir? Warst du der Erste oder wart ihr die Ersten, die das bei euch an die Schule geholt haben und wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Wie hat das alles angefangen bei euch? Also wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, unsere alte Schulleitung, die dem Vorstand eine E-Mail geschickt hat oder weitergeleitet hat über den Schülerinnenhaushalt und ob wir da nicht Lust haben und uns dann dort bewerben wollen. Und dann haben wir darüber geredet im Vorstand und waren so, ja, warum nicht? 1.500 Euro für uns ist ja nicht schlecht. Und dann haben wir uns beworben, sind auch angenommen worden und haben seitdem ja, teilgenommen. Wobei man sagen muss, mittlerweile gibt es ja so ein Verstetigungskonzept. Das heißt, alle Schulen, die bereits teilgenommen haben einmal, sind auch in den nächsten 2 Jahren, also insgesamt 3 Jahren auf jeden Fall dabei und müssen sich sozusagen nicht nochmal neu bewerben, sondern nur anmelden, dass sie das nächste Jahr mitmachen wollen. Und dann habt ihr also gesehen, da gibt es Geld zu holen. Das verstehe ich schon mal, dass da grundsätzlich Interesse bestand. Aber was habt ihr dann gemacht? Ihr habt euch beworben und ihr habt eine Idee entwickelt, was ihr mit 1.500 Euro machen könntet. Oder wie lief das? Nicht ganz. Also wir heißt nicht, der Vorstand hat sich überlegt, okay, was machen wir mit den 1.500 Euro? Und dann haben wir sie dafür ausgegeben. Nachdem wir uns angemeldet haben, gab es einen Auftaktworkshop, wurden wir informiert, wie
der Schülerinnenhaushalt abläuft, welche Phasen es gibt oder welche man sich sozusagen vorstellt, was wie umgesetzt werden sollte, wie man auch die SchülerInnen von der ganzen Schule involviert. Und dann haben wir das so umgesetzt, dass wir in einem Padlet, also wir haben es digital gemacht, die Ideen einreichen konnte. Und nachdem dann die Deadline abgelaufen war, haben wir die Ideen dann im Planungsteam geprüft und dann über eine Vollversammlung die Wahl ablaufen lassen. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler haben dann gesehen, okay, das steht zur Wahl und wir dürfen jetzt abstimmen, haben dann abgestimmt und dann haben wir die Stimmen ausgezählt. Und sowohl bei der Entwicklung oder bei der Erstellung des Planungsteams als auch bei den Ideen wurde natürlich niemand ausgeschlossen. Das heißt, jeder und jede konnte sich beteiligen, so viel oder wenig, wie er oder sie halt wollte. Aber jetzt machst du doch nicht so spannend, Felix. Was war das denn? Was wolltet ihr euch denn anschaffen oder was habt ihr euch denn angeschafft mit 1500 Euro? Vor 2 Jahren haben wir uns, glaube ich, 3 Computer für die Bibliothek angeschafft und noch etwas Kleines. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht. Dafür hat das Budget dann noch ausgereicht. Und letztes Jahr haben wir uns einen Basketballkorb angeschafft, weil wir aktuell nur einen haben auf dem Schulhof. Und wir haben uns ein digitales Mischpult geholt für unsere Tontechnik, die uns weiterhilft. Und dann noch Tischtenniskellen für eine Pausenkiste. Du hast gerade gesagt, jeder, der mitmachen wollte, konnte mitmachen und es wird niemand ausgeschlossen. Und da stellt sich mir gleich die Frage, waren denn auch alle motiviert mitzumachen? Also wie kriegt man denn die Leute ins Boot und sagt, jetzt bringt mal Ideen vor, also vielleicht ziehen auch schon die 1500 Euro, aber es müssen ja auch die vor allen Dingen mitmachen, die das, die ganze Organisation drumherum leisten, also dann wahrscheinlich auch in einer GSV. Wie habt ihr das organisiert? Also wie habt ihr dieses Planungsteam gebildet? Wie habt ihr die Leute rangeholt, dass sie auch tatsächlich Vorschläge im digitalen Raum mehr vorbringen? Ich glaube, das ist nochmal schwerer, als wenn man von einer Klasse in die nächste läuft und sagt, kommt, wir sammeln mal Ideen. Kannst du uns da ein bisschen was dazu berichten, wie das abgelaufen ist? Also zuallererst haben wir natürlich das Projekt in der Schule bekannt gemacht. Dafür haben wir GSV-Sitzungen genutzt. Wir haben eine Infolette, die wir dafür genutzt haben. Wir haben das an die SchülersprecherInnen weitergeleitet. Und wir haben seit Corona auch eine Schul-App, die UNTES heißt. Vielleicht kennt die der eine oder andere. Und da kann man auch Sachen hochladen als Benachrichtigung für alle, wo wir das dann auch hochgeladen haben. Und der Vorteil von dieser App ist halt, dass wir auch Links reinstellen können. Das heißt, jeder und jede kann von, egal wo er ist, sofern er halt Internet hat, auf UNTES gehen, dann auf diesen Link klicken und dann die Ideen einreichen. Und das Problem ist gar nicht, dass keine Ideen kommen. Also besonders im ersten Jahr haben wir gesehen, okay, die SchülerInnen waren überrascht vielleicht oder motiviert und waren so, hey, wir haben 1500 Euro, insbesondere nochmal für die Jüngeren, die sind dann etwas noch mehr euphorischer, weil für die Summe sehr groß klingt und dann kamen recht viele Ideen zusammen. Im zweiten Jahr war es dann die eine oder andere Idee weniger, aber in der Regel bekommen wir sehr viele Ideen, wovon wir natürlich auch einige ausschließen müssen und für das Planungsteam, die zu motivieren, ist manchmal ein bisschen Geduld gefragt, aber nachdem man 1-2 Mal durch die Klassen gegangen ist und das im ersten Jahr bekannt gemacht wurde, war es auch letztes Jahr und auch dieses Jahr so, dass die meisten den Schülerinnenhaushalt kennen und wenn man dann gefragt hat, wer möchte im Planungsteam sein, musste man nochmal ganz kurz umreißen, was eigentlich die Aufgaben sind und dann haben sich 3, 4, 5 Leute gemeldet, die dann auch dabei geblieben sind und mitgemacht haben. Das finde ich super und auch toll, dass ihr anscheinend ja alle Jahrgangsstufen mitnehmt, ne? Also das ist nichts, was jetzt irgendwie nur auf die Oberstufe begrenzt ist, sondern auch SiebtklässlerInnen zum Beispiel könnten da schon mitwirken, oder?
Auf jeden Fall. Also aktuell im Planungsteam haben wir zwei Oberstufenschüler, also mich und eine Mitschülerin aus der 11. und drei Achtklässlerinnen. Letztes Jahr hat es sich ein bisschen anders zusammengesetzt. Ich glaube, wir hatten eine Neunklässlerin drin, ein oder zwei Siebtklässlerinnen und noch jemand von der Oberstufe drin. Und man muss ja gucken, wenn man bisschen Jüngere hat, muss man die ein bisschen an die Hand nehmen, ihnen ein bisschen erklären, was man tut und was für Aufgaben wir warum haben. Und das ist aber eigentlich kein Problem, wenn man sich die Arbeit sozusagen aufteilt. Und die Jüngeren bringen auch manchmal sehr abstrakte Ideen rein, von denen wir jetzt gar nicht daran gedacht haben und was auch sehr hilfreich ist, ja. Ich finde, das ist tatsächlich ja auch eine richtig schöne quasi Erfahrung, die man dann sammeln kann, als Großer auch tatsächlich das weiterzugeben, das Wissen, was man gesammelt hat in den letzten 2, 3 Jahren. Das klingt auf jeden Fall nach einer total tollen Erfahrung, die man da auch in der Institution Schule sammeln kann. Ich muss es vielleicht so vorausschickend sagen, dass ich das total spannend finde, dieses Projekt. Und gleichzeitig bin ich politischer Bildner und ich stelle mir immer Fragen. Also Fragen, warum ist etwas so, wie es ist und wie kann es vielleicht auch noch anders sein? Deswegen, Mareike und Viktoria, bitte, immer wenn ich jetzt vielleicht etwas Kritisches anmerke, nehmt es nicht persönlich. Ich finde das Projekt total spannend. Aber das, was mich schon umtreibt, Felix, ist, wenn ich jetzt daran denke, ihr kauft Computer für die BIP, dann wäre jetzt meine erste Intuition, ey, das ist doch eigentlich Aufgabe der Schule, die Computer zur Verfügung zu stellen. An welchem Punkt sind wir denn, dass Schülerinnen und Schüler jetzt Geld sammeln müssen, damit die Schule Computer zur Verfügung stellt? Und ähnlich ging es mir ehrlich gesagt bei dem Basketballkorb. Mich würde jetzt einfach interessieren, ist das etwas, was euch auch umgetrieben hat? Oder sind es vielleicht Computer, die nur ihr benutzen könnt oder die nur für den Freizeitbereich sind oder so? Und gab es denn auch Ideen, sind jetzt 2 Fragen, ich weiß, aber das kriegen wir hin zusammen, glaube ich. Die zweite Frage, die mich tatsächlich auch umtreibt, ist, du hast gesagt, es gab auch Ideen, die mussten wir ausschließen. Warum eigentlich? Also könnte es nicht auch die Idee geben, man lädt sich irgendeine coole Band ein in die Schule und macht ein Konzert in der Schule? Wahrscheinlich ist das so eine der Ideen, die man eher ausschließen muss. Aber warum? Also grundsätzlich erstmal zu den Ideen ausschließen. Wir kriegen Vorgaben von dem Schülerinnenhaushalt, was wir nicht machen dürfen damit. Das sind zum Beispiel eben eine Band einladen und damit sozusagen Honorare zahlen. Das heißt, wir können leider auch in diesem Sinne keine Workshops oder sowas von dem Geld bezahlen. Dann dürfen wir auch nicht langfristige Verträge abschließen, die über mehrere Monate oder Jahre dauern, wo sich dann sozusagen 1.500 Euro ansammeln würden. Und wir dürfen auch nichts kaufen, was in den Boden eingelassen werden muss. Beziehungsweise davon darf es nicht bezahlt werden. Das müsste dann sozusagen die Schule übernehmen, die Baukosten etc. Und dementsprechend haben wir zum Beispiel auch beim Basketballkorb nur in Anführungszeichen, einen mobilen Basketballkorb gekauft. Genau. Und die zweite Frage, das Aufgabe der Schule ist, bei den Computern ist es so, dass wir frei, also dass die Schule und sozusagen, wir haben jetzt eine neue Bibliothek und da haben wir Stillarbeitsplätze und für diese, also für 3 von 10 Plätzen haben wir jetzt Computer angeschafft im letzten Jahr, damit die SchülerInnen, insbesondere für die Oberstufe in den Freiblöcken, dann Zugang haben zum Internet. Das ist nämlich aktuell nicht der Fall, dass jeder Schüler oder jede Schülerin Zugang hat zum Internet und dann halt auch recherchieren kann. Und ja, man könnte argumentieren, dass das Aufgabe wäre der Schule, aber es gibt auch andere Aufgaben von der Schule, die sie bewältigen muss. Sie haben auch noch ein bestimmtes Budget zu erfüllen. Bei unserer Schule ist das nochmal ein bisschen blöder oder komplizierter, weil wir nochmal eine denkmalgeschützte Schule sind und deswegen auch viel mit Umbauen und so mit Denkmalschützern zu tun haben und das dann alles sehr teuer wird. Und die Computer sind ja für den Gebrauch von den SchülerInnen, für Hausaufgaben etc. Und da haben wir gesagt, das können wir machen,
Weil wenn wir sagen, es ist die Aufgabe der Schule, dann brauchen wir halt noch ein paar Jahre, bis wir die kriegen. Bevor ich gleich Mareike und Viktoria genau zu der anderen Seite eben befrage, warum sind denn die Regularien so und wie begleitet ihr eigentlich diesen Prozess, würde ich aber in Bezug auf die Frage von Steve gerne nochmal dich, Felix, fragen, wie findest du das denn aber, dass es diese Regularien gibt? Also wäre es nicht eigentlich viel besser, man hätte Regeln, die sagen, du darfst nichts kaufen, was eigentlich die Schule per se anschaffen müsste, wie zum Beispiel jetzt die Laptops. Ne? Also du darfst eher das Konzert davon finanzieren als die Laptops. Also ich kann zum einen die Regularien verstehen, zum Teil. Zum anderen, wenn man sagt, okay, es ist die Aufgabe der Schule, manche Sachen zu kaufen, dann müsste man klar definieren, was ist eigentlich die Aufgabe der Schule, was für Materialien zu kaufen. Und sofern ich jetzt den Schülerinhalt halt auch verstanden habe, gibt es ja Lehr- und Lernmittel, die ja zusätzlich sozusagen neben dem Budget, was die Schule hat, angeschafft werden von uns SchülerInnen, das, was wir uns extra wünschen. Und in diesem Sinne, sorry, ich habe einen Kater. In diesem Sinne ist es gar nicht mal so einschränkend. Natürlich, den einen oder anderen Workshop zum Beispiel könnte man davon finanzieren, aber es gibt sehr viele Freiräume von dem, was man finanzieren kann, was als Lehrmittel und was als Lehrmittel bezeichnet wird. Und da haben wir mehr Freiräume, als wir Einschränkungen kriegen. Also erstmal Felix, ich würde an dieser Stelle gerne mal darauf hinweisen, dass ich das wahnsinnig empathisch finde, wie du dich sozusagen hineinversetzt in die Situation der Drittmittelgeber, also der Geldgeberin und Geldgeber und so weiter. Und der klassische Vorwurf, der einer jungen Generation immer gemacht wird, nur egoistisch zu sein und nur auf die eigenen Interessen, das kann man bei dir zumindest überhaupt nicht so lesen, sondern du versuchst dich wirklich auch in die Lage aller anderen hineinzuversetzen. Ich will gerne mal für alle, die uns jetzt gerade nur zuhören und nicht bei YouTube sehen, sagen, mit dem Kater meinte Felix nicht die Party, die gestern war, sondern den Kater, der wirklich gerade durchs Bild läuft. Den könnt ihr also nur sehen, wenn ihr bei YouTube seid. Mareike und Viktoria, Helena hat gerade schon gesagt, wir wollen das natürlich gerne an euch weiterleiten. Es wird ja Gründe geben dafür. Könnt ihr das mal einordnen? So, woran liegt das, dass es diese Regularien gibt? Genau. Also letztendlich kommen ja Gelder meistens auch nochmal mit Regeln bestückt. Dementsprechend so, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ganz angefangen hat das Ganze in Berlin weit mit der Nutzung der Gelder, die Schule selber auch für Bestellungen nutzen kann. Das sind zwei Titel, Ausstattung und Lehr- und Lernmittel. Das hatte Felix ja eben auch schon gesagt. Das hat sich jetzt in der Zeit auch gewandelt. Mittlerweile gibt es einen Titel in Berlin, der heißt SchülerInnenhaushalt, also genau für dieses Projekt eingestellt, der praktisch beide Titel, den es an der Schule gibt, zusammenpackt und dementsprechend mehr Möglichkeiten bietet. Der ist trotzdem weiterhin in der Verwaltung dahingehend eingeschränkt, dass man ihn eben nicht für Honorare ausgeben kann. Das hängt auch meistens mit Abrechnungsräumen, Zeiträumen zusammen, bis wann man praktisch Gelder bezahlen kann und ob man die Gelder auch für Personalkosten nutzen kann. Also das heißt, das ist so einfach auch hier wieder Bürokratie, das irgendwo natürlich mit in die Projektgrenzen mit reinspielt, wo aber auch wir weiterhin noch im Gespräch sind, dass man hier Grenzen auch nochmal aufweichen kann, weil wir das auch total sehen. Das ist natürlich ein Kritikpunkt, den wir selber auch am Projekt sehen. Momentan ist das Ganze, wie ihr ja auch schon mitbekommen habt, natürlich sehr materiell begrenzt. Das Idealbild hier auch unsererseits wäre, dass man das Geld auch so ausweiten kann, dass eben auch Workshops passieren können oder eben ein Konzert stattfinden kann oder Ähnliches, dass nicht nur letztendlich neue Dinge angeschafft werden. Außerdem gibt es eben die Folgekosten. Ich denke, das kann man nachvollziehen, weil die Gelder eben nur in einem Haushaltsjahr ausgegeben werden dürfen und keine baulichen Maßnahmen, weil, wie man es vielleicht kennt aus Berlin und anderen großen Städten, dauern Baumaßnahmen bekanntlicherweise sehr lang. Und genau das wollen wir vermeiden, weil wir eben gerne ermöglichen wollen, dass SchülerInnen, die dieses Projekt umsetzen, ihr Ergebnis tatsächlich am Ende auch direkt sichtbar haben und nicht erst 3 Jahre später dann das Klettergerüst auf dem Schulhof steht, sondern tatsächlich noch im selben Jahr einen Abschluss des Projekts und ein Ergebnis vor Augen haben. Genau. Dann wäre meine Frage, oder sag du erst mal, Mareike. Nur kurz ergänzend dazu. Herausfordernd ist eben auch ein bisschen, dass wir uns am Kalenderjahr orientieren müssen. Schuljahre funktionieren ja anders.
Aber hier versuchen wir eben auch, gerade die Schulen, die nach dem dritten Jahr in die Selbstständigkeit gehen, das dort zu ermöglichen, dass Gelder auch anders ausgegeben werden können. Aber ja, wie schon gesagt, am Ende des Jahres muss das Geld eben ausgegeben sein und deswegen auch keine baulichen Maßnahmen. Hier braucht es Genehmigungen und Ähnliches. Genau. Da wären wir ja auch wieder bei der Frage, ne, welche Aufgabe muss die Schule eigentlich auch selbst übernehmen? Nicht, dass es irgendwann dazu führt, dass man mit dem SchülerInnenhaushalt die Schule sanieren muss. Aber nochmal einen Schritt zurück. Also, Felix hat uns erklärt, wie er die Schülerinnen und Schüler dazu motiviert, in dieser Planungsgruppe mitzumachen, wie dann die Ideen gesammelt wurden und so. Welche Aufgabe kommt euch dabei zu? Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr bereitet die vor. Erzählt mal, wie macht ihr das ab dem Moment, wo ihr sagt, eine Schule bekommt den Zuschlag oder aber sie haben sich bei euch gemeldet. Ich weiß nicht genau, wie der Ablauf ist. Genau. Da stecken wir ja gerade auch noch so ein bisschen drin in unserer Auftaktphase. Die Schulen bekommen als erstes per Mail Bescheid, dass sie beim SchülerInnenhaushalt teilnehmen, bekommen da auch schon mal die ersten Infos mitgegeben, sodass sie schon direkt starten können. Das heißt, schon mal SchülerInnen fürs Planungsteam finden können. Dann checken wir einmal, dieses Jahr hatten wir den Vorteil, dass wir mit den Anmeldeschulen eben, also mit den Bestandsschulen, schon früher starten konnten, wodurch weniger zeitlicher Druck auch bestand und wir dann eben mit den Schulen schon in die Startgespräche gehen konnten. Da schauen wir einmal individuell nochmal auf die Umsetzung an der Schule und auch mit Blick auf das letzte Jahr, was wollen wir in diesem Jahr anders machen, wie sind Dinge geplant, wann sind zum Beispiel immer Planungsteam-Treffen und Ähnliches angesetzt, um da nochmal auf die Schule im Speziellen auch eingehen zu können. Dann hatten wir jetzt unsere Auftaktveranstaltung nach Bezirken auch, wo auch BezirksvertreterInnen nochmal mit dabei waren, also von politischer Seite und dort auch die Schulen im Projekt begrüßt haben. Und wir eben auch schon inhaltlich gestartet sind mit Auftaktworkshops dieses Jahr für die neuen Schulen einmal zur Einführung in den SchülerInnenhaushalt, dann zum Planungsteam, also wie auch das Team gut miteinander sozusagen arbeiten kann und zur Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg, warum Kommunikation auch so wichtig ist im SchülerInnenhaushalt. Genau. Das war so die Startphase. Aber wie stelle ich mir das vor? Also ist das eine einzige Veranstaltung oder durchlaufen die Planungsgruppen mehrere Workshops bei euch? Wie läuft das ab? Genau, also das ist tatsächlich über das ganze Jahr gestaffelt, dass wir die Schulen begleiten. Also der Schülerinnenhaushalt läuft ja so ungefähr ab Februar geht das los, für manche schon im Januar. Und das Ganze läuft dann so bis November. Also das ist ein ganzes Jahr, wird durch diesen Schülerinnenhaushalt gefüllt. Im November machen wir dann eine große Abschlussveranstaltung, auch für die Schulen und mit den SchülerInnen gemeinsam. Da war Felix im letzten Jahr bei uns auch mit dabei. Da haben wir ihn auch interviewt für unseren neuen Film, den wir für den Schülerinnenhaushalt einfach jetzt gedreht haben. Genau, und wir begleiten die SchülerInnen darüber, dass wir praktisch Workshops anbieten zu verschiedenen Themen. Also mit Schulen, die ganz neu starten, machen wir Auftakt-Workshops, in denen es auch darum geht, dass sie als Team eben gut zusammenarbeiten. Das hatten wir jetzt allen anderen Schulen im digitalen Rahmen angeboten. Das bekommen die ganz neuen Schulen aber in Präsenz, um hier auch nochmal die Anbindung auf eine andere Art und Weise zu ermöglichen, um dann eben anschließend daran Qualifizierungsworkshops anzubieten zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zu Projektmanagement, also wie kann man ein Projekt gut gestalten und umsetzen, zu Demokratie, also was bedeutet Demokratie, wie tief kann man hier vielleicht einfach schon reingehen, was eure Vorstellungen von Demokratie sind, wie könnt ihr euch beteiligen, das sind Fragen, die wir da uns annähern. Zum Thema Konzeptionierung und Finanzierung, also einfach auch den Blick darauf gerichtet, wie können die Schulen das Projekt auch nach diesen 3 Jahren, in denen wir sie unterstützen, allein auch fortsetzen, also selbstständig fortsetzen. Das heißt, darauf basiert letztendlich unsere Qualifizierung und wir unterstützen auch, indem wir ganz konkret die Phasen begleiten. Also das heißt, wir sind mit den Schulen praktisch ständig im Kontakt über E-Mail, per Telefon oder Videokonferenzen oder Schulbesuche und unterstützen aber auch durch Workshops beziehungsweise durch digitale Begleitcafés, in denen wir auch den Austausch zwischen den Schulen fördern möchten und zum Beispiel auch durch ein Tandem-System hier die Vernetzung zwischen den Schulen stärken. Also wir sind beide politische Bildnerinnen, politische Bildner, Helene und ich, deswegen freut uns das total, dass ihr das verbindet mit so Demokratie-Bildungserfahrungen.
Jetzt habe ich gerade gehört, dass es am Ende so abläuft, dass man eine Idee entwickelt, gemeinsam ein Planungsteam mit den Schülerinnen und Schülern bespricht und am Ende gibt es eine Vollversammlung, bei der dann abgestimmt wird. Das würde ich jetzt direkt verbinden wollen mit meiner Demokratiefrage, nämlich gewinnt eigentlich immer nur die Idee mit den meisten Stimmen, weil in einer Demokratie gäbe es ja auch sowas wie zum Beispiel Minderheitenschutz. Vielleicht gibt es Perspektiven, die oder Menschen an der Schule, die es nicht schaffen, die Mehrheit hinter sich zu verbringen, aber die eine ganz tolle Idee haben, die eben nur einen kleinen Teil der Schülerinnen und Schüler betrifft. Habt ihr sowas auch auf dem Schirm? Felix, hat es bei euch mal eine Rolle gespielt oder ansonsten Mareike, Viktoria, habt ihr damit schon Erfahrung? Also es, bei uns hat eigentlich immer die Idee mit den meisten Stimmen wurde dann auch angeschafft. Wir hatten nichts, Minderheitenschutz etc. Wenn die Ideen vorgestellt werden in der Vollversammlung, dann stellen wir sie auch so vor, wie sie uns sozusagen gesagt worden sind, beziehungsweise wie sie im Padlet stehen. Das heißt auch mit einer entsprechenden Begründung, die vielleicht die eine oder andere Person mitgeliefert hat. Und so kann sozusagen jeder und jede selber entscheiden, wie diese Idee präsentiert werden soll. Und dann kommt es halt auch die SchülerInnen an, was sie denken, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und in einer Demokratie sollte ja immer oder häufig die Mehrheit beachtet werden. Und das angeschafft werden, was sozusagen für die Mehrheit gut ist. Und das wird halt gemacht bei uns. Ich kann es vielleicht mal an einem Beispiel machen, das mir so durch den Kopf schwirrt. Also wenn ich in einer Schule bin, in der sich eigentlich alle ein Fahrrad leisten können, mit denen sie problemlos zur Schule fahren können, aber es gibt eine kleine Gruppe, die kann sich das nicht leisten. Also die hat einfach kein Geld und auch die Eltern haben kein Geld, um ein Fahrrad zu kaufen. Könnte ja die Idee auch sein, wir schaffen so ein Schulfahrrad an oder 5 Schulfahrräder, die sich Kinder ausleihen können in bestimmten Teilen oder in bestimmten Phasen des Jahres. Genau, und dann kann es ja sein, dass der Großteil der Schülerinnen und Schüler sagt, der Basketballkorb wäre viel cooler, weil ein Fahrrad haben wir ja schon. Und so aus demokratietheoretischer Sicht wäre jetzt die spannende Frage, gibt es trotzdem da so Check and Balances, gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, auch solche Minderheitenpositionen auch zu berücksichtigen? Mareike, Victoria, habt ihr da schon Erfahrung? Ja, genau. Also tatsächlich hatte ich erst letztens ein Gespräch mit einer Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt. Die haben nämlich dort vor Ort auch eine Klasse, die dort einfach Bedarfe hat, die sich nochmal abgrenzen von allen anderen SchülerInnen und die sich im letzten Jahr zum Beispiel durch die Wahl nicht abgeholt gefühlt haben. Und hier sind wir auch ganz aktiv ins Gespräch gegangen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass auch genau diese Klasse sich durch das Projekt mitgenommen fühlt und tatsächlich beteiligt fühlt. Und hier sind wir auch immer noch im Gespräch darüber, wie das gut funktionieren kann. Das heißt, wir haben jetzt angeregt, dass die Klasse sich mit dem Planungsteam zusammentrifft, auch mit den Begleitpersonen vor Ort und hier einmal nach Lösungen sucht. Ideen waren bis jetzt zum Beispiel, dass man hier ermöglicht, dass eben ganz spezifisch ein Augenmaß darauf gelegt wird, welche Wünsche bestehen denn in dieser Gruppe an SchülerInnen und wie kann man dafür sorgen, dass auf jeden Fall auch hier Wünsche der SchülerInnen umgesetzt werden und dass aber trotzdem auch eine Wahl stattfinden kann. Also SchülerInnen nehmen trotzdem an der Wahl teil. Man nimmt aber hier einfach diese Wünsche der Gruppe einfach heraus und nutzt eben die Gelegenheit, auch Gelder eben für die Idee, die da und dort in dieser Wahl gewinnt, tatsächlich zu verwirklichen, um eben auch Menschen mit anderen Bedarfen oder eben in Minderheiten trotzdem Sichtbarkeit zu geben, auch in der Umsetzung des Projekts. Und tatsächlich sind Kinder und Jugendliche da vielleicht doch manchmal rücksichtsvoller, als man so denken würde, weil gerade das Beispiel Fahrräder hatten wir auch an der Schule in Mitte. Da wurde sich eben auch gewünscht, da einige Kinder an der Schule noch kein Fahrrad fahren konnten, dass einfach Schulfahrräder angeschafft werden, damit sie das auch dort lernen können. Genau. Ja, in dem Sinne. Und in der Ideenprüfung wird eben nochmal geschaut, dass halt schon die Ideen auch der Mehrheit der Schulgemeinschaft zugutekommen. Genau. Schon immer mit dem Augenblick darauf, dass es nicht am Ende dazu kommt, dass sich am Ende nur die 3a die neuesten Stühle gönnt, sage ich mal, und alle anderen nicht. Also es ist viel auch einfach ein Aushandlungsprozess, wie man es eben in Demokratie auch einfach kennt. Und deswegen haben wir die Vorgaben mit reingegeben, bitte achtet darauf, dass die Ideen eben möglichst vielen SchülerInnen zugutekommt, aber achtet auch ebenfalls darauf, dass SchülerInnen hier nicht übergangen werden, die eben in einer Minderheit sind. Das wäre jetzt meine Frage an der Stelle und die würde ich sofort nämlich an dich richten, Felix, auch. Wenn es darum geht, dass
dieser demokratische Prozess betrachtet wird. Schaltet ihr dann auch irgendwie noch Sitzungen in der GSV oder aber in den Klassen vor, damit sich dort ausgetauscht wird, bevor man in die Vollversammlung geht? Weil ansonsten ist dieser demokratische Prozess, den du beschrieben hast und den auch ihr beschrieben habt, ja eigentlich nur beim Planungsteam. Ne? Dann die einen gehen am Ende eben nur wählen. Das ist ein Teil von Demokratie. Aber sich darüber Gedanken machen, sich das Padlet anschauen, darauf hingewiesen werden, eventuell Rückfragen stellen zu können, darüber zu diskutieren und um zum Beispiel festzustellen, dass es eher einer kleineren Gruppe zugutekommt, die das aber unbedingt braucht. Wie habt ihr das an der Schule gemacht? Also zum einen, also das Padlet ist immer erreichbar und wird auch die gesamte Zeit über für alle erreichbar sein, sodass sich halt jeder immer alles angucken kann. Und sobald sozusagen der Termin für die Wahl feststeht, sagen wir auch nochmal in einer GSV-Sitzung an, die dann davor auch stattfindet, okay, das sind die Ideen, die jetzt durch die Ideenprüfung durchgekommen sind. Dann sagen wir auch, dass die Ideen, die halt nicht durchgekommen sind, eben nicht nicht der Mehrheit entsprechen oder halt gegen die Vorschriften verstoßen. Da machen wir das nochmal detaillierter und sagen, welche Ideen wir gelöscht haben, welche vielleicht auch gar nicht für den Schülerhaushalt sind. Genau, sodass jeder und jede sozusagen mindestens eine Woche vorher auch weiß, welche Ideen zur Wahl stehen. Ob sie sich darüber austauschen, aktiv oder nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in jeder Klasse immer drin bin. Das wäre dann sozusagen Aufgabe der anderen SchülerInnen. Aber ich denke schon, dass wir ihnen die Möglichkeit bieten. Und kurz, um nochmal darauf zurückzukommen, auf Minderheiten. Wir sind eine ehemals Jungschule gewesen in Vergangenheit und haben auch noch eine Minderheit an Mädchen an unserer Schule. Ich glaube, wir sind mit einem Drittel Mädchen, zwei Drittel Jungs, doch eher mehr männliche Personen da. Und im ersten Jahr wurden sich dann neben den Computern noch Tampondispenser angeschafft, die als zweites waren bei den Wahlergebnissen, die wir anschaffen konnten. Und das haben weitaus mehr als ein Drittel der SchülerInnen gewählt. Das heißt, auch Jungs haben diese Problematik gesehen und auch verstanden, dass Menstruationsprodukte nicht billig sind und dass, falls man mal halt was vergessen hat, wichtig ist, dass das in öffentlichen Gebäuden cool wäre, wenn man dann halt die Möglichkeit hat, diese dort kostenlos zu kriegen. Das finde ich toll, dass ihr also das Beispiel jetzt auch gerade, ne, weil das eben so schön zeigt, das ist eine eher kleinere Gruppe und dass dann wahrscheinlich auch darüber, wie ihr das kommuniziert habt, den anderen klar wurde, dass es zwar für sie selber jetzt gerade nicht von Relevanz ist, aber eben von anderen und auch so wie ihr, Mareike und Viktoria, beschrieben habt, wie ihr die Schulen ganz individuell abholt, ne, eben auch zu zeigen, klar könnte ich jetzt den Workshop XY an jeder Schule gleich machen, aber der Prozess ist ein ganz anderer an jeder Schule. Und da müssen die Schulen eben auch entsprechend begleitet werden. Und da wäre meine Frage an dich auch nochmal, Felix, an der Stelle. Was fandest du besonders toll bei der Begleitung durch die Servicestelle? Und an welcher Stelle hättest du dir vielleicht auch noch mehr Unterstützung gewünscht? Oder was sollte im Prozess vielleicht auch einfach anders laufen? Also besonders gut hat mir an sich die Begleitung gefallen. Das heißt, es gab regelmäßig Nachfragen von der Begleitperson. Okay, wo seid ihr? Habt ihr Schwierigkeiten? Braucht ihr Hilfe? Das heißt, es gab Interesse daran, dass wir das Projekt sozusagen durchführen und dass alles glatt läuft. Das fand ich sehr gut. Die Workshops würde ich persönlich, was ich auch schon angemerkt habe, sehr viel lieber in Präsenz haben, weil man in Präsenz viel mehr in den Austausch kommt mit den Begleitpersonen, aber auch mit den Schulen, was ja auch sehr
interessant ist zu erfahren, wie das andere Schulen machen. Da würde ich mir wünschen, dass die in Präsenz sind, aber ist das natürlich mehr Aufwand und viel mehr Organisation. Und von daher kann ich durchaus verstehen, wenn man das auf die digitale Art gemacht hat, besonders im ersten Jahr war ja noch Corona präsent. Und genau. Tatsächlich hatten wir im letzten Jahr auf jeden Fall auch schon wieder Präsenzworkshops, aber in einer geringeren Anzahl, weil wir hier, wir sind auch immer darauf angewiesen, wo können wir die Workshops umsetzen. Dementsprechend waren es hier auf jeden Fall weniger Workshops, als wir uns das wünschen würden. Aber wir haben uns natürlich auch, Felix, deine Kritik zu Herzen genommen und wollen in diesem Jahr viel, viel mehr Präsenzworkshops auch umsetzen. Weil wir natürlich auch merken, der digitale Rahmen klappt. So mehr oder weniger. Es ist trotzdem überraschend, an wie vielen Schulen WLAN trotzdem noch weiterhin eine riesige Schwierigkeit ist, auch noch nach 3 Jahren. Und mit SchülerInnen zu arbeiten, untereinander zu connecten, miteinander ins Gespräch zu kommen und gerade eben auch zu reflektieren, funktioniert einfach mal so viel besser, wenn man das gemeinsam in einem Raum macht und sich gegenübersetzen kann. Darin sind wir bemüht, das in diesem Jahr auch viel, viel mehr anzubieten. Aber danke dir auf jeden Fall, Felix, da, dass du auch einfach Hinweise gibst, weil genau das ist ja auch unser Ansinn. Wir wollen das Projekt gerne weiterentwickeln und gucken auch hier immer danach, wie können wir das schaffen und gerade dann eben von den Personen, die eben am meisten involviert sind, eine Rückmeldung zu bekommen, ist wahnsinnig wertvoll. Das, was ja durchaus besonders ist an eurem Projekt, du hast es vorhin schon angesprochen, Victoria, dass sie das, was oft an diesen spannenden und tollen Bildungsprojekten das Problem ist, ist, dass sie Projektförderungen sind und nach 2 Jahren ein tolles Projekt dann ausläuft und dann geht es einfach nicht weiter. Schön, dass ihr einen Weg gefunden habt, so klingt es zumindest aktuell, dass es im Haushalt irgendwie verankert ist. Ich sehe aber schon euer Kopfnicken, da müssen wir dann gleich auf jeden Fall, oder euer Kopf schütteln, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich schreibe mir das oder habe mir das schon aufgeschrieben. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne noch mal einmal zurückkommen. Ihr merkt, ich bin da ein bisschen hartnäckig bei dieser Ideenprüfung. Es gibt nämlich noch 2 Punkte. Ich habe jetzt das Konzert angesprochen. Da habt ihr gesagt, okay, das geht nicht, weil da müssen Honorare bezahlt werden. Es gibt aber trotzdem noch 2 Perspektiven, die ich gerne noch mal hören will. Das eine könnte ja tatsächlich einfach ein wir wollen uns was gönnen sein. Also wir Schülerinnen und Schüler wollen uns was gönnen. Ich habe jetzt mal noch mal ein bisschen weiter gesponnen. Das könnte ja sowas sein wie wir hätten gerne eine Popcornmaschine. Wir wollen einfach, dass mitten in der Schule eine Popcornmaschine steht und wir die befüllen können und dann kann man sich in der Pause Popcorn holen oder so. Gibt es da etwas, was dagegen spricht, sowas zu fordern? Ich sehe schon Kopfschütteln bei allen. Das hätte die Frage schon schnell beantwortet. Das heißt, das ist also möglich. Es muss nicht sinnstiftend sein, sondern es kann tatsächlich auch einfach was sein, wo wir als Schülerinnen und Schüler Lust drauf haben. Und die zweite Frage, was ist, wenn die Schülerinnen und Schüler etwas Politisches machen wollen. Also wenn sie festgestellt haben, irgendwie wir wollen uns hier im Bezirk einsetzen, weil wir merken, irgendwie gibt es Menschen mit Fluchterfahrung, die brauchen Unterstützung oder so, oder Menschen mit obdachlose Menschen, die Unterstützung brauchen. Und wir wollen das Geld gar nicht für uns nutzen, sondern wir wollen es für ein politisches Projekt nutzen. Wir wollen irgendwie Flyer gestalten, um auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen und so weiter. Ist das auch möglich und passiert das auch schon? Genau, gerne. Also das ist auch tatsächlich von Bezirk zu Bezirk nochmal unterschiedlich mit den Töpfen, wo die Gelder abgerufen werden können. Letztes Jahr, witzigerweise, dass du es ansprichst, hatten wir ganz viele Popcorn- und Zuckerwattemaschinen auch mit dabei, die sich gewünscht wurden, gerade so für Schulfeste und so weiter. Die Sache ist dann nur ein bisschen an der Schule dann zu gucken, wer kümmert sich um die Geräte, wer hält das sauber, solche Sachen. Aber genau, generell ist das auf jeden Fall möglich. Und tatsächlich hatten wir auch, ja, gerade aktuell natürlich im letzten Jahr durch die Ukraine-Krise große Wünsche auch von Schulen dort spenden zu können. Das war leider über die Gelder des Bezirksamts nicht möglich, weil die Gelder sozusagen der Schule zugutekommen sollen und das Eigentum des Bezirksamts ist. Deswegen waren Spenden hier nicht möglich. Wir versuchen aber da auch nochmal den Radius sozusagen zu erweitern und mehr Wünsche zu ermöglichen und tragen diese auch an die BezirksvertreterInnen heran. Hey, guck mal, was sich die Schulen eigentlich sonst noch gewünscht haben, was über eure Töpfe gar nicht möglich ist. Gibt es da vielleicht noch Wege, das zu ermöglichen? Okay, ich habe nämlich unbedingt Lust, oder Helene, glaube ich, auch mit Felix nochmal und auch mit euch über
andere Formen der Demokratisierung von Schule zu sprechen. Deswegen würde ich hier gerne jetzt einen Haken dran machen und da ist euer Kopfschütteln etwas, was ich nochmal aufgreifen muss. Also ich fand das tatsächlich sehr motivierend zu sehen, dass das offenbar weiterführt als nur ein kurzer Projektzeitraum. Aber ist es denn tatsächlich so? Wird das verankert jetzt in Berlin? Wie sind da eure Erfahrungen? Also tatsächlich müssen wir jedes Jahr neu einen Antrag stellen. Unsere pädagogische Begleitung wird nämlich von der Senatsverwaltung finanziert. In den Bezirken ist es so, dass die eben die Budgets für die Schulen stellen. Das heißt, sind sozusagen nochmal zwei verschiedene Töpfe. Mittlerweile ist unsere Förderung über die Senatsverwaltung schon relativ sicher, aber auch wir müssen eben jedes Jahr aufs Neue gucken, dass wir das Projekt weiterhin beantragt bekommen oder unseren Antrag bewilligt bekommen und in den Bezirken eben dann auch weiter ausverhandeln. Jetzt stehen ja die Haushaltsverhandlungen für 2024/25 wieder an, dass wir schauen, welche Gelder werden für nächstes Jahr zur Verfügung gestellt. Wie viele Bestandsschulen können wir jetzt vor allen Dingen auch wirklich halten, dass die 3 Jahre dabei bleiben können und auch eventuell neue Schulen weiter aufnehmen über das Budget, was die Bezirke bereitstellen? Da würde ich gerne gleich anschließen, meine Frage. Du sagst Bestandsschulen oder hattest vorhin auch schon gesagt, Schulen, die in die Selbstständigkeit entlasten. Ne? Wie ist das dann? Also rufen die dann selbst beim Bezirksamt das Geld ab oder läuft das weiterhin über euch? Also sorgt ihr eigentlich dafür, dass es euch irgendwann gar nicht mehr geben muss? Was ja auch die Frage wäre bei der Projektförderung. Genau, also unser Wunsch ist schon, dass am Ende, also das Ziel vom Schülerinnenhaushalt ist es eigentlich, dass am Ende das, was eigentlich auch im Schulgesetz schon festgeschrieben ist, nämlich dass Schülerinnen und Schüler über einen Haushalt verfügen und darüber eben an ihrer Schule beteiligt werden. Und eigentlich soll genau dahin der Schülerinnenhaushalt am Ende führen. Also langfristig fänden wir es ganz toll, wenn der Schülerinnenhaushalt dazu führt, dass alle Schulen in Berlin oder über die Grenzen Berlins natürlich hinaus dahingehend unterstützt wird, dass SchülerInnen eben einen Haushalt an der Schule zur Verfügung steht. Wenn das am Ende bedeutet, dass wir in Berlin irgendwann nicht mehr die Schulen begleiten müssen, weil alles top läuft, dann ist das ein Interesse, das wir teilen. Ich glaube, es wird immer noch mal weiter Schulen geben, die Unterstützung brauchen dabei. Das heißt, letztendlich ist das ein Interesse, das wir verfolgen und das ist auch das Ziel, das im Projekt am Ende dasteht. Und auch Schulen, die ja jetzt in die Selbstständigkeit gehen, bleiben ja weiter in unserem Netzwerk drin. Also die können uns auch weiterhin kontaktieren, wenn irgendwelche Herausforderungen bestehen. Und wir versuchen, die auch untereinander gut zu vernetzen, sodass sie sozusagen Teil der SchülerInnen-Haushaltsfamilie bleiben. Weil ihr habt jetzt, vielen Dank erstmal bis hierhin, ihr habt jetzt selber super den Bogen geschlagen zu dem, was mich nämlich auch umgetrieben hat. Weil eigentlich sollen die Schülerinnen und Schüler ja selber ein Budget haben, über das sie frei verfügen können und über das sie ja eigentlich im Idealfall auch noch freier verfügen können, nämlich zum Beispiel auch so Honorare oder auch so Selbstbildungsworkshops und so weiter auch finanzieren können. Das ist ja auch das, woran SVen oftmals dann verzweifeln, weil sie genau dafür zum Beispiel die Gelder nicht bekommen, um diese Workshops zu machen und so weiter. Deswegen würde ich, also erstmal nochmal an dich, Felix, gibt es bei euch an der Schule eigentlich unabhängig von diesem Schülerinnenhaushalt noch ein Budget, was ihr durch die Schulleitung bekommt? Habt ihr noch ein eigenes Budget, über das ihr frei verfügen könnt, was ihr nicht quasi in diesen Prozess einfließen lassen müsst? Und genau, was würdest du dir denn wünschen, wie sich das quasi weiterentwickelt? Also wir haben so gesehen keine Gelder zur Verfügung gestellt von der Schulleitung, keine extra Gelder dafür. Aber wir haben einen Förderverein, der von den Eltern, also die Eltern der Schule, und teilweise auch noch SchülerInnen, die mal auf unserer Schule waren, spenden an diesen Förderverein, monatlich, jährlich oder einmalige Spenden. Und wir können als SchülerInnen auch Anträge stellen dort und mit denen Kontakt aufbauen und fragen, okay, können wir vielleicht einen Workshop finanzieren? Können wir zum Beispiel, wurde vor, ich glaube, 7 Jahren, ein Klettergerüst angeschafft für unseren Hof und all sowas müsste dann halt mit dem Förderverein an unserer Schule abgeklärt werden und sie sind sehr offen, sehr hilfsbereit. Ich stehe auch mit engem Kontakt, im engen Kontakt mit denen und dieses Jahr zum Beispiel habe ich am Anfang des Schuljahres einen Tontechnik-Workshop organisiert bekommen,
sodass wir jetzt sozusagen ein Team aus SchülerInnen haben, die die Tontechnik bei uns verstehen, leiten und bei Festen wie Sommerfest, Weihnachtsfeier etc., was wir in unserer Schule haben, dann auch aufbauen können, abbauen können und bei Problemen wissen können, was sie dagegen tun können. Hat dir dabei das Wissen, was du in den Workshops vom SchülerInnenhaushalt erworben hast, geholfen, um zum Beispiel beim Förderverein dann entsprechend diese Gelder beantragen zu können? Oder ist es was, was du vorher auch schon gemacht hast? Also da hat es sich einiges auch schon kannte bzw. konnte und das recht unkompliziert ist. Also meistens wird es mündlich kurz vorher angesprochen mit dem Förderverein bzw. mit dem Vorstand und der Antrag an sich ist dann oft nur eine formale Sache. Aber also die Workshops an sich haben mir nicht ganz so viel neues Wissen vermittelt, dem halt aber auch zu schulden, dass ich schon sehr viel kenne und kennengelernt habe durch meine Zeit, die ich in der GSV mitarbeite, wo ich auch ganz andere Rückmeldungen letztes Jahr zum Beispiel hatte, die also insbesondere die Jüngeren zum Beispiel haben sehr viel aus den Workshops mitgenommen und die sind sehr hilfreich gewesen für die. Das ist im Zweifel ja auch nicht untypisch, dass das mit dem Förderverein dann einfacher läuft, weil es ja keine Behörde ist und sie ein bisschen leichter auch über das Geld verfügen können. Aber da muss ich vielleicht wieder den Anwalt des Teufels spielen, weil am Ende gibt es eben Fördervereine an bestimmten Schulen, wo eher wohlhabendere Familien sind, die haben mehr Geld zur Verfügung und können den Schülerinnen und Schülern dann auch mehr zur Verfügung stellen. Und an anderen Schulen ist dann weniger Geld im Förderverein. Und deswegen ist das eigentlich genau das, was der Staat manchmal eben übernehmen muss, so eine Ausgleichsfunktion und genau an den Stellen eben mehr Geld zur Verfügung stellen, wo es vielleicht nicht so eine private Unterstützung gibt. Was mich noch interessieren würde, Felix, was unabhängig jetzt von dem Schülerinnenhaushalt, das ist ja ein super spannendes und tolles Projekt, was wünschst du dir eigentlich oder was wünscht ihr euch, was hast du vielleicht auch von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern schon gehört, über so ein Projekt des Schülerinnenhaushalts hinaus noch an Demokratisierung von Schule? An welchen Stellen fühlst du dich gut mitgenommen oder fühlt ihr euch gut mitgenommen und wo hast du das Gefühl, steht ihr irgendwie eher außen vor? Hast du da Ideen? So richtige Ideen habe ich, muss ich ehrlich sagen, nicht so viele. Ein bisschen außen vor fühle ich mich bei der Unterrichtsgestaltung, insbesondere in älteren Jahrgängen, dass zum Beispiel bei Wahlthemen oder über die Unterrichtsmethoden wir nicht mitbestimmen können. Aber ansonsten in unserer Schule wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass demokratische Prozesse dabei sind. Das heißt, Veranstaltungen zum Beispiel auch offen kommuniziert werden, dass sowohl SchülerInnen als auch Eltern wie auch Lehrkräfte mitwirken können, diese Veranstaltungen zu organisieren und dass auch alle mitentscheiden können, wofür zum Beispiel Gelder verwendet werden, die man einnimmt, wo ich denke, dass unsere Schule schon sehr gut aufgestellt ist, was Demokratie angeht, nur halt der Unterricht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hätte von meiner Seite. Da sprichst du gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema an, denn eigentlich steht auch das im Schulgesetz drin, dass die Schülerinnen und Schüler auch am Unterricht und an der Unterrichtsgestaltung beteiligt werden soll. Mareike und Viktoria, ihr lernt ganz, ganz viele Schulen kennen und ihr seht, wo was funktioniert und wo etwas auch nicht funktioniert. Wenn wir jetzt mal sagen, in 10 Jahren gibt es den SchülerInnenhaushalt an jeder Schule. Ihr seid einmal durch alle Schulen durch. Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie sie das machen. Es braucht euch eigentlich nicht mehr für dieses Projekt. An welcher Stelle braucht es dann aber im Sinne einer demokratischen Schulgestaltung Unterstützung für Schülerinnen und Schüler oder vielleicht auch für Lehrerinnen und Lehrer? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch schon mal das Projekt beteiligungsgerechte Schule,
haben da sozusagen eine Analyse der Schule durchgeführt. Hey, wo gibt es denn hier schon demokratische Strukturen und wo lässt sich denn vielleicht noch mehr tun? Es gibt ja nun auch schulgesetzlich verankerte Gremien, die ja so bestehen. Da sehen wir aber auch von Schule zu Schule sehr unterschiedlich, wie die eben genutzt werden und wie belebt die sind, wie sehr auch Lehrkräfte das fördern oder eben eher unterbinden. Auch SchülervertreterInnen soll ja Zeit gegeben werden, zum Beispiel in den Klassen zu berichten, was sie Neues besprochen haben in den Sitzungen und so weiter. Je nach Lehrkraft wird dafür eben mehr oder weniger Zeit eingeräumt und auch die Freistellung für diese Sitzung. Was mich erstaunt hat, gerade in unserem Demokratie-Workshop, da haben wir auch nochmal so ein bisschen, sage ich mal, Aufklärung betrieben zu ihren Rechten und dass SchülerInnen da eben sehr wenig aufgeklärt sind teilweise, dass sie, also am meisten erstaunt waren sie immer, was, wir könnten den Unterrichtsbeginn auch mitbestimmen, das entscheidet ja tatsächlich die Schulkonferenz, wo eben auch SchülerInnen mit drin sitzen, da waren sie immer am meisten erstaunt und auch an der Gestaltung vom Unterricht, dass sie da eigentlich auch aktiv mit einbezogen werden müssten, aber wie bei dem SV-Kongress, wo ich einmal teilgenommen habe in Pankow, da waren auch super viele engagierte SchülerInnen mit bei, das war richtig cool zu sehen, aber die hatten halt teilweise auch wirklich Ängste, ihre Rechte durchzusetzen, weil die Lehrkräfte eben am längeren Hebel sind und letztendlich die Noten vergeben und dadurch, das fand ich ein bisschen schade auf jeden Fall zu sehen. Genau. Genau. Ich glaube, letztendlich ist es auch immer noch mal eine Frage von, was bieten zum Beispiel auch Rahmenlehrpläne, beziehungsweise wie viel Raum nehmen sie auch weg? Weil ich glaube, mittlerweile an Schule merkt man immer mehr, wie sehr der Druck einfach auch auf SchülerInnen lastet und auch auf Lehrkräften lastet, wie viel in sehr kurzer Zeit irgendwie durchgenommen und auf jeden Fall muss alles umgesetzt werden und das am besten mit den Büchern, die man dort vor Augen hat. Genau, das heißt, hier müsste eigentlich viel mehr Raum dafür geschaffen werden, dass eben auch Zeit dafür da ist, Prozesse zu erleben und kennenzulernen und eben nicht nur trocken einfach einmal gelehrt zu bekommen, sondern tatsächlich auch Raum zu haben, sowas zu erfahren und aus Erfahrungen oder aus Fehlern und Hindernissen, die man dann eben in Kontakt kommt, tatsächlich zu merken und zu reflektieren, dass das eigentlich die Wege sind oder welche Wege die passenden Wege sind, um sich zu beteiligen oder eben wie man in der Demokratie gemeinschaftlich leben kann. Und das sind momentan auf jeden Fall Punkte, die wir auch an Schule ganz konkret sehen, dass dafür Zeit und Raum und Ressourcen einfach gerade gar nicht da sind. Gerade Ressourcen ist eine riesige Frage. Und ich glaube, darüber hinaus ist halt immer auch die Frage, wer dann letztendlich an der Schule die Verantwortung dafür übernimmt. Es braucht Begleitung, es braucht auch die Unterstützung der SchülerInnen. Man kann nicht erwarten, dass SchülerInnen an Schule kommen und dann einfach von sich aus lernen, was es bedeutet, sich zu beteiligen und Räume, die es vielleicht gibt, auch tatsächlich zu ergreifen. Das heißt, gerade dieses SchülerInnen dabei zu unterstützen, auch Räume, die sie haben oder Rechte, die sie haben, auch tatsächlich zu verwirklichen, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, die es an Schule gibt. Und das ist meiner Meinung nach momentan aus verschiedenen Gründen, wie gerade schon angesprochen, sehr, sehr wenig vertreten. Ja, vielen Dank. Ihr habt ein paar große Baustellen auch nochmal aufgezeigt, die unbedingt angegangen werden müssen. Ich selber forsche seit Jahren genau dazu, zu den Partizipationsrechten, Möglichkeiten zu Bildungs-, Selbstbildungserfahrung von Kindern und Jugendlichen, die sich engagieren. Und das, was wir immer wieder sehen, ist, dass sie genau damit konfrontiert sind. Wenn sie ihre eigenen Rechte umsetzen wollen, das Recht, das auf dem Papier steht, ist noch lange kein umgesetztes Recht. Und die Schule ist natürlich auch ein sehr disziplinarischer Raum. Es ist auch ein Raum, in dem ich mit Konsequenzen rechnen muss, im schlimmsten Fall. Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche, die ich für eine Studie interviewt habe, die haben dann einfach gesagt, ich habe die Rückmeldung bekommen, dass die Schule kein Raum ist für dieses Handeln, für zum Beispiel politisches Handeln oder politisches Engagement oder das Einklagen bestimmter Rechte eben einfach nicht gewünscht ist und ich halte mich jetzt tunlichst zurück, weil sonst wird das Konsequenzen haben auf meine Noten, auf meinen Unterricht und so weiter. Und da haben wir, glaube ich, tatsächlich noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns. Leider hat ja Berlin, was oftmals gute Schritte nach vorne geht, gerade was die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern ja gerade eine Rolle rückwärts gemacht, zumindest was die paritätische Besetzung der Schulkonferenz angeht. Das war eigentlich ein Vorbild deutschlandweit. In Niedersachsen haben Schülerinnen und Schüler nicht ansatzweise so viel Rechte in den entscheidenden Gremien mitzubestimmen.
Leider ist das ja gerade so ein kleines bisschen zurückgedreht worden mit dem pädagogischen Personal, was quasi nochmal eine Stimme mehr bekommen hat und damit die Parität so ein bisschen aufgelöst hat. Aber genau, ich glaube, das ist total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was gibt es schon für Möglichkeiten? Felix, ihr habt das jetzt ja mit der Vollversammlung immer auch für den Schülerinnenhaushalt gemacht. Darauf habt ihr ja auch ein Recht, das jedes Semester, jedes Halbjahr zu machen und nicht nur für den Schülerinnenhaushalt, sondern einfach, um euch auszutauschen. Was läuft gerade gut an der Schule? Was stört euch? Was findet ihr gut? Und auch da wissen wir aus der Forschung, dass das oftmals verhindert wird, weil es vermeintlich quasi den Ablauf des Schulalltags stört oder so. Oder genau, da geht es tatsächlich darum, dass es Unterstützung gibt. Schön, dass es sowas wie euch, so Menschen wie euch gibt, die Schülerinnen und Schüler supporten. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch sehr viel mehr. Eigentlich ist am Ende dieser Folge das, was wir schon so oft gesagt haben, Helene, wir brauchen eigentlich noch eine Stunde oder zwei oder drei und müssten euch mindestens noch einmal einladen. Aber jetzt ist die Stunde schon knapp um, die wir uns immer Zeit nehmen für eine Folge. Genau, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit uns über dieses tolle Projekt gesprochen habt, was hoffentlich irgendwann nicht mehr nur noch ein Projekt ist, sondern ein ganz fester Bestandteil in allen Berliner Schulen. Vielen Dank für euer Engagement. Wir haben jetzt gar nicht auf die Seite der Lehrkräfte geschaut und das ist auch total in Ordnung, weil wir ganz oft hier über Lehrerinnen und Lehrer reden und es ist auch mal schön, ist, die ein Stück weit an der Stelle auszuklammern. Klar ist aber auch, so ein Projekt läuft nur mit dem Engagement von Lehrerinnen und Lehrern. Das sei an der Stelle doch nochmal gesagt. Und aber ja, danke auch. Genau, wir haben auch, Entschuldigung. Danke auch euch für euer Engagement. Genau, Entschuldigung, wir haben ja auch schon Folgen mit Kolleginnen und Kollegen aufgenommen, die sehr engagiert sind und die Schule demokratisch gestalten. Kann man quasi in den älteren Folgen nochmal nachschauen. Und genau, wir würden das, was ihr macht, auch verlinken in den Shownotes und in der Videobeschreibung auch auf die Servicestätte nochmal verweisen. Da kann man sich bei euch dann auch informieren, wenn man mit aufgenommen werden will. Genau, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut. Tschüss. Sehr gerne. Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.